Da ist das Upgrade-Kit, was ich meinte. Ja, bin ich denn einigermaßen richtig wenigstens? Oder bin ich jetzt total auf dem falschen Dampfer? Ich glaube, es sieht eigentlich ganz gut aus. Sofern ich die Karte lesen kann. Ja toll, war das eine Sackgasse? Hä? Was soll der Scheiß denn? Ja, das fand ich jetzt verdammt uncool. Irgendwie ging es da jetzt nicht weiter. Aber hier unten geht's weiter, oder? Auch nicht. Okay. Und noch einer von denen. Messer! Gut, immerhin kann ich die ziemlich easy töten und die ziehen mir scheinbar auch keine Energie ab. Sehr, sehr vorteilhaft. Da liegt noch Muni, die nehmen wir auch mit. Aber wir gehen wieder zurück. Wo muss ich nochmal hin? Schottenbucht entkommen. Ah. Ich probiere hier echt nur so ein paar Sachen aus, ne? Also, kein Plan. Wieder mal an die Luft. Carlos, wie geht's dir? Geht's dir gut? Du redest so wenig. Öffnet sich nicht. Ja, toll. Und was ist mit dem linken? Probieren wir den auch nochmal gerade. Hier nochmal Luft. Ach nee, das waren ja die, die sind. Ja, natürlich sind die verschlossen. Das macht Sinn. Okay, dann ist dieser Teil vollkommen für den Arsch. Und sollte eigentlich verschlossen sein. Gar nicht mehr existieren. Also wieder hier lang. Wieder. Stimmt das so? Ja, aber hier kam ich doch gerade eben nicht weiter, oder? Also wenn ich mich nicht irre, ging es hier gerade nicht weiter. Oh, vielleicht hier oben lang. Gut, dann ging es hier doch weiter. Und zwar hier rein. Gut, ist der richtige Weg, wie es scheint. Jetzt hätte ich gerne mal langsam wieder was Luft. Weil sich gerade etwas Panik wieder breit macht. Ich will jetzt nicht sterben. Und schon. Ja. Ja, ja, komm. Kriegst ja deine Aufmerksamkeit. So, und jetzt aber. Jetzt aber hoch dich hier. Oh nein. Verdammt. Leute, gleich ist keine Luft mehr da. Das ist scheiße so. Komm schon. Oberfläche, 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 Oberfläche. Verdammt. Boah! Alter Falter! Da habe ich jetzt gerade echt Panik gehabt. This is Chris. You two all right? Chris! Yes, we're fine. But the ship is sinking fast. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. Gut, in der Halle warten. Und nichts tun. Selbstverständlich. Da wird natürlich nicht nur hingesetzt, ein bisschen ein Däumchen gedreht. Und sonst nix. Ah ja, das ist die. Gut. Dann nehmen wir die Waffe natürlich auch. Pistolenmuni brauche ich nicht, aber trotzdem danke.
Oh nee, ernsthaft? Ach ja. Natürlich wieder so ein Gegner. Aber den ignorieren wir natürlich wieder mal gekonnt. Und schwimmen einfach hoch. Die Schiffshalle war jetzt so der Teil mit den Aufzügen, wo der Raymond die ganze Zeit gechillt hat. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin ja mal echt gespannt, ob da wirklich Chris und Jessica, ob die wirklich hier alle... Ne, so... Weißt du? Und so. Bin mir gerade nicht sicher... Schaden 4. Feuerrate 3. Dann baue ich hier tatsächlich mal Schaden... Habe ich hier schon Schaden 4? Das ist Schaden 4, Freunde. Dann bauen wir hier... Schaden 3 ein. Geil. Großes Magazin 2. Moment. Magazin plus 20. Geil. Das finde ich cool. So, dann machen wir bei der Pumpe noch das große Magazin rein. Ich weiß nicht, ob wir noch eine größere Feuerrate haben. Geht hier eigentlich noch eine? Drei Slots. Okay, dann... Ja, ich bin am Überlegen, ob wir... Ob wir die nicht doch erst nochmal... Ja, dann nehme ich doch erst nochmal die mit. Pack die nochmal gerade weg. Feuerrate. 60. Feuerrate 60. Schaden 2. Stoppen, immer gut. Betäuben, auch immer gut. Machen wir es jetzt einfach mal gerade so. Falls noch irgendwas kommen sollte, haben wir ja wirklich noch den Rocket Launcher in der Kiste. Und man kann notfalls... Oh Gott. Notfalls die Waffe noch wechseln. Ach, guck mal, erste Kapitel schon wieder vorbei. In einem Kapitel, wo auch nicht geschossen wurde, habe ich Präzision 100% gekriegt. Präzision 100%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei habe ich so viel geschossen. Gerade hier. Ne, nicht da. Da. Kurz zwischenspeichern. Und weiter geht's. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Stay sharp. There's something out there. Och, wie cool! Alter. Oh, du Scheiße. Das finde ich jetzt geil. Das ist mal richtig schöne Abwechslung. Wow. Okay, ich muss gerade so ein bisschen erstmal rausfinden, wie das überhaupt geht, weil... Alter!
Also man muss die selbstständig abkühlen lassen. Das ist natürlich auch wieder mal interessant. Eigentlich, wenn man es mal zugibt, keine so schlechte Idee, das auch mal selber machen zu müssen. Was sind denn das für Viecher wieder? Ist das ein großes oder sind das so ganz viele kleine Wurmlis? Die Granate war verschwendet, macht nichts. Oh Gott. Erinnert an den Resident Evil 5 Kampf mit dem Seeungeheuer. Ich habe keine Granaten mehr, ja, prickeln. Doch, habe ich wohl. Was erzählen die? Ja, jetzt habe ich natürlich eine verballert. Nur weil ich probieren musste, ob es noch geht. Ja, komm, fahr noch einmal ums Schiff rum. We need a good spot to board the Zenobia. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Friendly BSAA patrons, you stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terek Regia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die! Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? What do you mean? Find the truth about